Ein rundes Jubiläum, nämlich 20 Jahre, feiert das Burgersdorfer Theater im Steinbruch. Gewürdigt wurde dies mit einer informativen Pressekonferenz. Wir haben uns vor 20 Jahren formiert, 20 Jahren gegründet. 1990 hat es begonnen mit dem Jedermann am Hauptplatz. Das war eine kleine Gruppe von Menschen, die aus Burgersdorf und Umgebung sich zusammengefunden haben und einfach Theater spielen wollten. Und in der Zwischenzeit ist sehr, sehr viel passiert. Die Organisation wurde perfektioniert, es ist immer mehr und mehr Geld auch in die Hand genommen worden, die Sponsoren sind gewachsen und auch unsere künstlerische Entwicklung hat sich weiterentwickelt und es wurde forciert. Und jetzt ist es so, dass wir im Sommer im Steinbruch spielen, 18 Vorstellungen vorgesagt gespielt hatten und mehr als 3000 Besucher hatten. In der Zwischenzeit ist die Theatergruppe Burgersdorf zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Kulturlebens in Burgersdorf geworden. Und allein im vergangenen Jahr haben sie mehr als 3000 Zuhörerinnen und Zuhörer gehabt. Das ist eine gewaltige Leistung für eine Theatergruppe, die Sommertheater betreibt und das mit Laienschauspielern. Heuer sieht man das Dschungelbuch von Ihnen. Warum gerade das Dschungelbuch? Das Dschungelbuch deswegen, weil wir haben gesagt, zum 20-jährigen Jubiläum muss es wirklich ein Kinderstück, ein ganz tolles Stück sein. Und beim Durchsehen der Stücke muss man einfach sagen, das Dschungelbuch ist, glaube ich, ein Stück, das einen Bekanntheitsgrad bei allen, bei jeder Altersschicht von 98% hat. Und eines der wichtigsten Punkte bei einem Kinderstück ist natürlich die optische Ansehen und Ansprechen für die Kinder, dass sie in dem Theaterstück leben können. Aus diesem Grund darf ich Ihnen jetzt einmal schon ein paar Figuren zeigen vom Dschungelbuch. Hey, du bist der Mogli. Wir haben dich schon auf der Bühne gesehen, bist jetzt kaum wieder zu erkennen. Wie geht's dir momentan bei den Proben? Ja, jetzt fängt es langsam an, dass ich mich so richtig kann in die Rolle. Das Kindische, das Übermütige. Dazu tragen auch sehr viel die anderen Schauspieler bei, die einfach auch sehr schon drinnen sind im Stück und mich mitreißen. Wie geht's Ihnen bis jetzt mit der Rolle? Ja, an und für sich ist die Rolle eine Traumrolle, weil der Baru eigentlich ein fauler, nichtsnutziger Bär ist, der nur lustig durch den Dschungel immer mit Musik begleitet. Also für mich ist es eine Traumrolle. Sie haben das Stück Geschichten aus dem Wienerwald konzipiert. Das ist ein Stück, das ja zu den Klassikern des Theaters gehört. Warum? Weil es ist, dass erstens einmal als Komödie zwar angekündigt ist, ein sehr ernsthaftes Stück ist, und es auch die Menschen, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch dafür sind, nicht nur die Menschen zu unterhalten und zum Lachen zu bringen, sondern auch zum Nachdenken. Und es ist ein Stück, das zeitlos ist. Es ist eigentlich, es spielt in den 30er Jahren, aber wenn man im Stück sitzt und das Stück erarbeitet, merkt man, wie heutig es ist und wie aktuell es ist und es eigentlich nie werden wird.